Der schwer erkrankte russische Kreml-Kritiker Nawalny befindet sich zur Behandlung in Deutschland. Am Morgen landete er mit einer Sondermaschine in Berlin. Dort ging es umgehend in die größte deutsche Uniklinik, die Charité. Später hieß es in einer Stellungnahme des Krankenhauses, es würden umfangreiche Tests mit dem Patienten gemacht, aber die Ärzte würden den Zustand Nawalnys vorerst nicht kommentieren. Vorangegangen war ein tagelanges Tauziehen. Die Ärzte im sibirischen Omsk hatten gesagt, der 44-Jährige sei nicht stabil genug für einen Transport. Nawalnys Familie und sein Team vermuten dagegen, dass der Politiker vergiftet wurde. Zweck der Verzögerung sei gewesen, das Gift zu verschleiern. Nawalny ist einer der prominentesten Oppositionspolitiker in Russland. Er war als Organisator von Protesten gegen die Regierung wiederholt in Haft. Er war am vergangenen Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland aus unbekannten Gründen zusammengebrochen.